Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Folge. Eigentlich vom Valentinsmittwoch, aber an einem Valentinsdonnerstag. Auf jeden Fall frisch gepresst ist die Folge wie immer. Wir haben die Themen für euch sorgfältig ausgesucht. Ihr seht die Sendung auch heute früher und vor allem auch ohne Vorspann, weil wenn die Sendung nicht live ist, brauche ich euch ja nicht quasi einzusammeln, so quasi. Ihr versteht, was ich meine. Also, auf jeden Fall diese Sendung aufmerksam schauen und die Themen, die wir haben, für euch frisch gepresst sind. Wir haben Naga in der Lufthansa Luxus Senator Lounge in Frankfurt. Dann haben wir KLM, die sparen Geld, indem sie so viel, einmal rund, keine Farbe benutzen. Dann haben wir Freunde bei Korean Air, die dürfen Asiana übernehmen. SAS fliegt vermehrt nach Berlin, um dort die Kunden abzusaugen. Und dann geht es weiter mit American Airlines, die fliegen nicht nach Israel, aber Lufthansa und so weiter tut es. Auch Eurowings sogar will ab Düsseldorf fliegen. Gucken wir uns genauer an in der heutigen Folge und ihr wisst ja, was ihr zu tun habt an dieser Stelle. Den Kanal abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Und ihr könnt auch kommentieren, ob ihr sagt, schade, dass der Vorspann nicht mehr da ist oder Gott sei Dank, dass die Minute weg ist. Können wir direkt einsteigen und schauen. Aber für Live-Sendungen werde ich den Vorspann wahrscheinlich wieder benutzen. Ach ja, Hinweis für den Stammtisch. 19. ist Frankfurt, 20. ist Aachen, 21. ist Köln. Und das ist schon nächste Woche. Jo. Da ist die Rufnummer. Da könnt ihr schreiben, könnt ihr kommentieren und Gas geben. Ich freue mich auf jede eurer Fragen. Das erste Thema ist die Frankfurter Lounge und da wurde die possierlichen Tierchen, so wie es der Dr. Jimek sagen würde, die Jüngeren unter euch kennen ihn nicht, aber Google, den ist ein lustiger Typ gewesen im Fernsehen. Ich glaube, der war sogar schwarz-weiß noch, ne? Also ich kenne ihn ja auch nur quasi aus Wiederholungen wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz sind diese possierlichen Nager nicht in einer Luxus-Lounge. Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen sarkastisch. Lufthansa Senator Lounge und Luxus, das ist natürlich etwas problematisch. Aber ich denke mal, trotzdem sollte es dort diese Tierchen nicht geben. Weil wer auf dem Land wohnt, der weiß, dass diese Tierchen da sind. Aber wenn Essen oder so weiter im Spiel ist, ist das alles sehr unappetitlich. Oder wenn man die Nager im Auto hat, dass die da ein Kabel und so weiter durchbeißen und auch quasi den Marder imitieren. Das sind natürlich alles Sachen, die unschön sind. An dieser Stelle natürlich dann wirklich muss man das bekämpfen. Und da haben die Leute vom Aerotelegraph dafür danke nochmal eine Aufnahme gemacht. Hier ein YouTube Shorts, hier seht ihr das. Und da rennt die Lounge-Maus durch die Lounge, weil sie ist ja eine Lounge-Maus. Und es ist schon unappetitlich. Und wenn man überlegt, wie frei die da rumläuft, das ist schon eine krasse Nummer. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr wisst, welche Lounge das ist bei Lufthansa. Und dann auch mal, was ihr dazu denkt, inwieweit das natürlich da ist. Aber im Terminal 1 ist es halt wohl so, dass diese Maussichtung dort relativ normal sind, aber es ist ja auch ein älteres Gebäude. Aber hier, ich bin kein Maus-Spezialist. Wer von euch ist ein Maus-Spezialist, der sollte da was zu sagen. Auch ist es so, dass es natürlich dort Hotels und auch andere Sachen gibt, wie Bäckereien und so weiter und so fort. Und auch im Square, dass es da Probleme gibt. Denn die Betriebsstätte hergestellten, verarbeitenden, in Verkehr gebrachten Lebensmittel waren einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt, heißt es dort. Heißt also, dass man dort das Ordnungsamt in Frankfurt hat tätig werden lassen müssen. Und im Winter ist das natürlich das Problem verstärkt mit Mäusen. Klar, draußen hast du Schnee. Ihr seht ja hinter mir Helsinki Flughafen auch in Schnee und noch ein bisschen im Nebel. Also insofern möchte die Maus natürlich auch schön wohnen. Und deshalb sind sie da dann in Frankfurt unterwegs. Man hat dort 5000 Mausefallen aufgestellt. Das ist natürlich aufgrund des großen Geländes nicht verwunderlich, die Zahl. Deshalb, was haltet ihr davon? Und die Frage des Tages habe ich auch extra aufgeschrieben. Habt ihr die Nager auch schon in der Lounge gesehen? Wie reagiert ihr, wenn ihr eine Maus seht? Beziehungsweise habt ihr in Frankfurt am Flughafen eine Maus gesehen? Nicht jetzt im Parkplatz oder so, aber sonst irgendwo drinnen. Da bin ich mal gespannt, was ihr schreibt und was ihr da für Meinungen zu habt. Das wird mich interessieren.
Wir haben jetzt Korean Air und wir hatten uns ja, oder ich hatte mich, ja, ich gebe es ja zu, ich hatte mich lustig gemacht, wieso die EU sich da in irgendeiner Entscheidung von einer asiatischen Fluggesellschaft einmischt. Aber das hat man in der EU getan und die EU-Kommission hat aber Auflagen den Koreanern mitgegeben ins Heft und hat gesagt, hey, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, da müsst ihr was machen. Und das, was gemacht werden muss, ist halt in der Tat, dass man dort als Auflage einem Wettbewerber helfen muss. Und dann kommt eine Fluggesellschaft ins Spiel, die ich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob ihr die kanntet. Und zwar ist das die T-Way Fluggesellschaft, Apostrophe oder was es ist. Und die kommen halt nach Europa. Und T-Way Air sorgen dafür, dass man halt die ASEAN übernehmen darf. Im Frachtgeschäft müssen sie jetzt von Korean Air denen helfen, da eine Frachtlinie aufzubauen. Und zwar geht es da um die Städte Barcelona und Frankfurt, Paris. Deshalb muss man da dann dort gucken, weil man auch Monopolstrecken hätte. Gut, ist ja jetzt keiner, der nicht sagt, dass ihr könnt da jetzt nicht auch fliegen, ne? Aber das ist halt so. Und deshalb ist die Air mit 25 Boeing 737-800, die jetzt natürlich nicht wirklich nach Europa kommen von Seoul aus, von der Reichweite, oder sogar MAX 8er, die sie haben, die sind nämlich im Inlandsgeschäft aktiv, aber sie haben seit 2022 Airbus A330er, 300er, die sind auf der Langstrecke und damit fliegt man Sydney, Tokio und Singapur an. Und damit hat man schon Kompetenz auf dem Markt für Widebody-Flugzeuge. Und deshalb ist es so, dass man jetzt dann die Korean Air guckt, dass man da dann den Kollegen unterstützt. Das ist halt so. Und vielleicht ist das auch das, was der Lufthansa blüht. Vielleicht, eventuell. Aber man möchte sich jetzt weiter, und da ist die Kuh nicht vom Eis, auf den Amerikaner konzentrieren, weil in Amerika ist noch keine Genehmigung da, damit man da den gesamten Prüfprozess weltweit abschließen kann und dann auch an den Start gehen kann. Da bin ich mal gespannt. Lufthansa, und zwar Lufthansa, als ob man es nicht gesagt, geahnt hätte, haben jetzt ihr Angebot nach dem Streik beim Bodenpersonal nachgebessert, und zwar substanziell. Substanziell klingt immer gut, heißt also, dass man jetzt nach diesem 27-stündigen Warnstreik durchaus dort dann eventuell ein verhandlungsfähigeres Angebot bekommen hat. Und die erste Tabellenerhöhung von 4% soll dem Vorschlag entsprechend im Dezember 2024 greifen, eine zweite Stufe von 5,5 im Februar nächsten Jahres, also 2025. Und Michael Niggemann bezeichnet das im öffentlichen Dienst orientierte Angebot als gut und fair und verwies auf unmittelbare und substanzielle Verbesserungen hin. Ich finde das lustig, dass man da erst einen Streik braucht, um da das dann festzustellen. Aber es ist halt auch interessant, wie sowas dann funktioniert, wie die Mechanismen sind. Und wenn der Schaden erstmal groß ist, dann, ich weiß es nicht. Also, wenn man den Streik hätte verhindern können, ich weiß nicht, wie viele Millionen, waren das nicht mal 10 Millionen oder sowas, was die Lufthansa pro Tag verliert? Irgend so eine Zahl hatte ich mal gehört, beziehungsweise im Hinterkopf, dass man die sich hätte sparen können und vielleicht direkt die 10 Millionen an die Mitarbeiter geben könnte. Ne? Also, nur so als sachdienlicher Hinweis, aber so funktioniert das Spiel wahrscheinlich gar nicht. Ihr könnt ja da nochmal unten kommentieren, was er dazu sagt, was er davon haltet. Oder auch andere Fragen stellen. Ich bin da ganz offen und gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wir haben ein freundschaftliches, unfreundliches Angebot von der Freundin der SAS. Und zwar ist das so. Die SAS geht ja leider ins SkyTeam auf, weil eigentlich habe ich es ja gemocht und als Diamond bei denen habe ich damit dann auch nochmal SkyTeam-Status, aber sie saugen jetzt Passagiere von Berlin ab. Und wenn man das sich anguckt, ist das so, dass man dort die Transatlantik-Passagiere mitnehmen möchte, was für uns natürlich, die wir bei Lufthansa sammeln, ein Thema ist, weil die natürlich dann beim SkyTeam keine Lufthansa-Meilen mehr bringen. Das ist dann Konkurrenz und das ist natürlich auch der Grund,
weil man ja bei der Star Alliance raus ist, braucht man auf die Lufthansa nicht wirklich mehr Rücksicht zu nehmen und ist dann auch aus diesem Atlantic Joint Venture wieder raus und muss sich dann dem Thema zuwenden, ob man da auch bei der Air France KLM in dieses selbe Agreement kommt. Aber nichtsdestotrotz kann man jetzt dann wildern im Gebiet der Lufthansa, was vielleicht auch ein gutes Zeichen für uns ist, wenn die Tickets ab Stockholm billiger werden. Wahrscheinlich, wenn man dann wieder da mit Repression arbeitet und sagt, hey, was du kannst, kann ich schon lange. Du willst meine Kunden klauen, ich klaue dir deine Kunden. Wobei das ja auch gemacht worden ist, obwohl sie Star Alliance waren. Oslo, Stockholm waren und sind halt wirklich Kandidaten, wo man wirklich günstigere Tickets findet, gerade in der First, aber auch in der Business Class. Ja, man hat das Potenzial erkannt und man möchte dort im kommenden Sommer die Berlin-Kapazitäten deutlich aufstocken. Und zum Beispiel auf der Strecke Kopenhagen-Berlin geht man von 7 Flügen, die man jetzt hat, also quasi einmal pro Woche, geht man auf 16 Flüge pro Woche. Und der Flug nach Kopenhagen ist ja gar nicht mal so lang. Und wenn man ehrlich ist, ob ich jetzt von Frankfurt nach Berlin oder beziehungsweise von Berlin nach Frankfurt und am Rückweg wieder nach Berlin muss oder nach München, da kann ich auch nach Kopenhagen fliegen oder nach Stockholm. Also das ist ja dann fast Wumpe, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und es werden ja auch von Stockholm die Strecken aufgestockt. Und ich bin mal gespannt, wie das Thema dann auch bei der KLM und bei der KLM Air France, so ist es richtig, muss man sich erstmal sammeln, Air France KLM gespielt wird. Und vielleicht entsteht dadurch wirklich Wettbewerb. Und es ist halt wirklich auch interessant zu sehen, dass jetzt Asiana geht zu SkyTeam, die gehen zu SkyTeam und von SkyTeam kommt die ITA, wenn das alles mal nicht sauer läuft. Da solltet ihr mal wirklich auch nochmal sagen, was ihr dazu denkt. Auch wenn man guckt, von Hamburg nach Kopenhagen ist auch nicht so weit. Man könnte ja rein theoretisch fast mit der Bahn fahren. Aber der Flughafen ist in meinen Augen auch gar kein schlechter. Ich mag Stockholm, ich mag Kopenhagen Flughafen, ich mag Oslo Flughafen. Also da könnt ihr auch unten kommentieren, was ihr davon haltet. Denn wenn man als Geschäftsreisender unterwegs ist, ist es durchaus interessant, weil sie auch Tagesrandzeiten bedienen. Also früh morgens, spät abends hin und zurück. Ist für den Touristiker nicht wirklich so interessant, aber ich denke mal, dass das eine interessante Geschichte ist, dass man die Leute dort dann absaugen kann. Schauen wir mal, wie das SAS-Konzept da läuft. KLM haben wir ja gerade von gesprochen und da ist es so, die wollen sparen. Die Holländer sind sparsame Menschen und da ist es so, dass man bei der niederländischen Fluggesellschaft 321er Neos in die Flotte bekommt. Und diese 321er Neos haben obendrauf ein Radom, also im Prinzip die Abdeckung für die Antennenanlage für das Satellitending. Und so ist es gewesen, dass man oben auf dem Radom noch eine blaue Linie gemacht hat und dieses unten am Rand. Und man muss nicht gerade wenig, so habe ich gelernt, dieses Radom austauschen, denn es gibt da irgendwelche Probleme mit Vogelschlag oder aber auch Hagelschlag oder aber auch andere Dinge. Was war es denn noch? Ja, Hagelschlag, Vogelschlag. Und wenn man das austauschen muss, dann halt immer diesen Rand lackieren, das ist dann halt nicht so effizient von den Kosten. Kostet halt alles Geld. Und deshalb ist es so, dass man ab August den fliegen will und die ersten Ziele werden halt von KLM sein, dass man Berlin, Kopenhagen und Stockholm fliegt. Logischerweise, man bindet halt nochmal mehr den neuen SkyTeam-Partner ein, zumal man ja selber auch investiert ist als Air France KLM. Und da ist es natürlich so, dass man dort diesen Strich wirklich lässt. Das fand ich spannend, dass da wirklich mit so viel Geld dann gerechnet wird, dass man spart. Man hat keine Summe genannt und man hat das Weiß da wirklich dann als die Farbe herausgekoren. Ich weiß gar nicht, ob die sogar in Original Weiß geliefert werden, die Radome, wenn man das Ersatzteil bekommt. Auf jeden Fall weniger Lack, wie wir wissen, ist Geld gespart. Und wir haben ja auch Fluggesellschaften, die haben ja auch ihr Farbenkleid geändert, weil es billiger ist zu lackieren. Das letzte Thema am heutigen Valentins-Nachlese-Valentins-Tag
Themenkatalog frisch gepresst ist für euch das Thema Israel. Ich finde, Israel ist ein interessantes Land und immer eine Reise wert. Interessanterweise, die Lufthansa fliegt ja wieder nach Israel. Wir hatten da ja auch mal drüber über das Briefing gesprochen. Ich glaube, mit Freddy war es auch sogar in einer Sendung. Und da ist es so, dass die von der Lufthansa-Gruppe schon durchaus dahin fliegen, aber viele andere fliegen nicht. Also American Airlines fliegt nicht. Air France fliegt, Äthiopien fliegt, Emirates fliegt, Fly Dubai fliegt. Fliegt Emirates, ich glaube, oder vielleicht nur Fly Dubai. Weil halt in Gaza immer noch Krieg ist und da ist einem das Risiko dann doch zu groß, dass da aus Versehen irgendwas passiert. Und die Procedure für Israel sind ja auch relativ spannend, weil man sich halt, bevor man abfliegt, muss man anrufen, dann hat man Reporting Points, wenn man da irgendwas verpasst oder irgendwas falsch macht, dann kann man teilweise wieder zurückfliegen. Da muss man also relativ genau sein. Und jetzt ist es so, Delta sagt, na, wir sind etwas da. Wir wollen nicht, wir sind da etwas spaßgebremst, um es zu sagen. Und da ist es so, dass Delta Airlines bis Ende April alle Flüge gestrichen hat, weil man dort vielleicht auch etwas konservativer unterwegs ist. Es ist einfach so, dass man sagt, dass es ein vorläufiger Plan ist. Heißt also, es kann sich vielleicht morgen ändern, dass man sagt, nee, nee, wir fliegen ab März sogar. Und bei Delta ist es so, dass man natürlich genau wie die Lufthansa auch kontinuierlich solche Sachen beobachtet und natürlich, dass Delta auch mit dem Außenministerium in Kontakt ist und auch die Lufthansa ja auch. Also wie alle Fluggesellschaften, die kriegen dann Informationen und die Group Security sagt dann, fliegen, nicht fliegen und die entscheiden das dann. Und deshalb fliegen ja auch die Flugzeuge von Lufthansa, wenn sie nach Israel fliegen, mit volleren Tanks, dass sie auch jederzeit umdrehen können. Also das heißt, dass sie von Israel auch wieder zurückfliegen können. Damit hat man dann dort Sicherheit eingebaut. Auf jeden Fall ist es so, dass man Abflüge bei United findet. Zum Beispiel bei Delta war es ja auch nicht so. Die haben halt gesagt, Entschuldigung, American war es, die wollen dann fliegen. Aber bei den United ist es so, dass man zwar Abflüge ab März findet, ab Newark nach Tel Aviv. Ob die dann stattfinden, das ist eine andere Thematik. Und da muss man dann halt genau gucken. Weil sie sagen, es liegt an den Bedingungen, bis die Bedingungen es erlauben. Und American Airlines ist natürlich da auch nicht nur der Einzige, der den Flugstopp verlängert hat, bis sogar bis zum 26. Oktober. Da ist es so, wir werden weiterhin eng mit den Partnerfluggesellschaften zusammenarbeiten. Auch El Al, Oneworld Alliance, Iberia, British Airways, Finnair fliegen auch nicht nach Israel. Ne? Also das heißt, bei American Airlines ist man dort dann in der Bredouille, dass man sie nicht über die Allianz schicken kann. Bei Lufthansa ist es so, da kannst du ja sagen, okay, wir fliegen nicht mit United, deshalb Frankfurt und dann Tel Aviv, kein Problem und alles ist easy oder halt Zürich oder sogar Wien. Und dann auch, wenn Eurowings ab Düsseldorf fliegen will, ab Sommer. Und da ist es dann so, dass man selber nicht fliegt, sagt man nichts zu. Also da bleibt uns nur der Grund zu spekulieren und was da passiert. Und ich denke mal, dass man dort halt einfach risikoavers ist oder die Versicherung einem sagen, du, das versichern wir einfach nicht. Oder man will keine höheren Prämien für Versicherungen zahlen, was Lufthansa vielleicht bereit ist zu zahlen. Und das ist halt wirklich so, dass das natürlich ein Problem ist. Auch eine, man kann jetzt makaber sein und kann sagen, naja, einen guten 320 in der Wiederbeschaffung, was war es, 6 Millionen, 8 Millionen, wenn die abgeschriebenen Buden darunter fliegen, das ist jetzt nicht so schlimm. Und ich finde das ein bisschen problematisch, weil ja Menschenleben da involviert sind. Aber ein Widebody, na, also das sind alles so Probleme, Sorgen, Ängste, Nöte, die eine Fluggesellschaft hat. Ihr könnt ja mal kurz da schauen, was ihr davon haltet. Ihr könnt unten kommentieren, ihr könnt Fragen stellen. Vielleicht, ja, vielleicht sollte ich mal eine FAQ-Frage-Geschichte machen. Das heißt also, wo eure Fragen einfach mal gesammelt werden und die würde ich dann einfach beantworten. Also schreibt eure Fragen unten auch in die Kommentare rein und dann können wir die auch beantworten. Die heutige Sendung am Valentinstag danach, auch 20 Minuten geworden.
trotz des fehlenden Vorspanns. Auch das ist eine Frage, die ihr beantworten könnt. Vermisst ihr den Vorspann? Aber den Abspann kriegt ihr auf jeden Fall gleich. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren, Kanalmitgliedschaft. Denn dann seht ihr solche Sendungen auch früher. Und nicht, ihr müsst nicht bis 19 Uhr warten. Das war's für jetzt. Ich nehme jetzt gleich nochmal vielleicht zwei Sendungen auf. Neues Format. Ja, ist auch ein Format, was eigentlich am Mittwoch laufen sollte. Aber ihr wisst ja, Valentinstag, da hat man manchmal Probleme, Sorgen, Ängste und Nöte. Und ich gebe euch jetzt den Abspann. Also danke und ich freue mich auf eure Kommentare. Thank you.